Aber ich habe jetzt noch ordentlich. Nee, Was ich ist denn, muss. was machen wir eigentlich gerade? Claptrap-Rettung oder? Da hinten ist wieder Haufen Zeugs. Eröffne mal einen Reigen. Ah. Nee. Ja, wir machen gerade Klettrerrettung. Bam, tot. So unnormal. Stell mich einfach mal hier hin und warte. Das war dein Bloodwing. Nee. Alter. Also inzwischen haben wir ordentlich fette Sachen gefunden. Mann, Leute. Der Turm macht inzwischen auch ordentlich Schaden, ne? Ja, hast du jetzt den Schaden noch hochgezogen oder was? Ja. Scheiße. Ja, Lebensregeneration ist Und vor schon. allem auch die Geschwindigkeit, wie er schießt, habe ich inzwischen auch hochgezogen. Ich habe wieder Lebensregeneration reingenommen. Dann gucken wir nicht so lange mit niedrigem Leben rum. Warum ja da nicht einfach auf der Ekel Muni Regeneration? Richtig. Ich frage mich immer, warum ihr dort nicht einfach draufschlagt. Ach so. Ich weiß wieder, wo wir lang müssen. Ich will mal hier hinten in die Sackgasse reingehen, komm. Ich will nur Klei. bloß, dass da Gegner kommen. Ich wollte das Reparaturgut noch holen. Wenn ich irgendwann mal hinkriege zu springen. Rechtzeitig. Ups. Na, fuck. Okay, wir gehen erstmal in die Sackgasse. Ich hol mir hier noch mehr Oh, ich hätte Blöcke. vielleicht nicht das Fass daneben mit anschießen sollen. Nicht abprallende Kugeln hier. Ja, da ist ein Gegner. Übrigens gibt es auch Errungenschaften dafür, mit dem Action-Skill jede Menge Leute zu killen. Alien-Waffe. 589 Schaden. Unendlich Munition, weil Alien-Waffe. LOL! Schon mal gespielt? Was ist die Alienwaffe? Will jemand spielen? Die hat. Das ist ähnlich wie ein Raketenwerfer, weil übelst lahm. Ja, Aber halt ich demonstriere es mal kurz. Und vor allem hat die übelst langsame Schussfrequenz durch 0,4 bloß, wie viel aber Schaden? Ach, 580 Schaden halt dafür. Wie ein Raketenwerfer, ja, sage ich mal. Ich habe zwei Shotguns, also willst du das die haben? bringt trotzdem schon. Ja, ich habe da gesagt, ich nehme die. Ich will bloß mal schnell Okay. eben gucken, was ich weg tue. Den hier. Aber Alienwaffe skillt man extra, ne? Also die musst du extra noch skillen. Das hast du in deinem, wenn du deinen Charakter mal aufrufst, hast du ganz unten Alienwaffenkenntnis. Was, wo? Wenn du deinen Charakter, da hast du doch in deinem normalen Charakterübersicht, hast du doch welche Skill, also wie gut du schon die Waffen kennst und Ach da hast du so. Alien-Waffen noch extra. Ich habe hier Eredin. Ja, genau, Eredian. das sind Eredian-Waffen sind die Alien-Waffen. So, wir müssen Okay. hier rüberspringen. Wo ist denn das Scheißteil? Da oben. Da oben drin, da. Ah, okay. Doch. Hops, hops, ich hab's. Zurückgehen oder auf dem Rückweg abgeben? Ich würde erstmal zurückgehen, weil er weiß nicht, ob der noch irgendeine Waffenkiste oder so uns zeigt. Ich glaube zwar nie, aber ich gehe jetzt zurück und gebe dem das Ding gleich. Mehr Inventar und so, weißt du da. Kriegst ja für jede diese Quest ein Inventar-Upgrade. Ja. 24. Noch 24 Plätze inzwischen. Yeah. Und alle so, yeah. Yeah! Geil. Rock die Schön Bude. mitgemacht. Nee, aber So, der zeigt uns nichts. Ich würde dann mal die Alienwaffe hier hinten ausprobieren, wenn ihr nichts dagegen habt. Ja, die so fallen ziemlich genau. Die Ihr streuen müsst nicht. woanders lang. Ihr müsst nach rechts von euch aus Ich glaube, da gesehen. kommen wir nie durch, oder? Genau. Ja, ich sehe es auf der Karte. Rechts sollten rechts. Na, no, ich bin auch bis nicht ihr so mich recht. seht, und dann will ich mal kurz die Alienwaffe ausprobieren, weil hier laufen solche Gegner rum. Entschuldigung. Gesundheit. Das sieht aber Übrigens, geil aus, wie in Halo. wo du letztens gemeint hast, das ist übersteuert, das in der Aufnahme war es nicht übersteuert. Nee. Also es war ein Teamspeak, der übersteuert hat. So, warten, warten, warten. Warten. Naja, Wieso? schieß Lauf doch. mir noch schön vorm Gerät rum. Schieß doch. Das Ja, explodiert. warte doch mal. Bam. Daneben. Ja, aber wie weit daneben? Da war's. Boah!
Wow, ich bin mal eben fast tot. Weil hier ein Knallharter wieder daneben steht, knallharter Schläger. Ich nehme mich auch. Dann zieht euch doch mal zurück. Schläger tot. Tot. Toll. Sehe schon, mein Raketenwerfer ist echt zu lahm. Ja, das ist halt das Problem an Alienwaffen. Ich bin mit denen auch nie klar gekommen. Ich habe mal die normalen Waffen gespielt. Da ist noch einer. Ich hatte sogar welche mit schnellerer Schussfrequenz. Problem daran war, aber dann war natürlich die Energie leer. Hier 340 Schaden, Raketenwerfer. Oh. Ich nehme lieber den statt die Alienwaffe. Mein größeres Schild. Beziehungsweise ich bräuchte langsam mal irgendeinen Repeater oder so. Benni, hast du noch einen mittelmäßig guten? Einfach als Zweitwaffe? Weil zwei Raketen ich hab noch Repeater. Ja, den hier kannst du haben. Der ist gar nicht so schlecht. Hast du nicht eine Schrotflinte normalerweise? Ja, ich habe 3 Schrotflinten und einen Raketenwerfer gehabt. Ist mit Muni ein bisschen kacke. Na, sonst nimm doch, was haben wir noch für? Ich hab doch jetzt, ich hab eine Schrotflinte, ich hab einen Raketenwerfer. Aber du hast halt eigentlich die Alienwaffe jetzt gehabt. Ja, aber die ist. Ja, langsam. Die ist noch langsamer als mein langsamstes Ding da. Oh, das ist ja hier King Weeby. Ja, da sind wir jetzt gerade hingegangen. Alter, nee, eigentlich holt er sich noch was, dachte ich. Oh, das war ein Kopfschuss. Vivi Super Boost. Ja, Vivi Super Booster. Das war dem sein. Aber ich glaube, oben geht es noch weiter zu irgendwelchen Sachen. Zum Beispiel hier hinten. Also, ich glaube, ich dachte, gibt es noch mehr. Genau, hier gibt es schon mal nochmal was. Ich habe jetzt 2 Sportblinden und einen Raketenwerfer. Weiß. Verarsche. Sieht schlecht aus. Ist so schlecht, deswegen hab ich's. Haben wir noch. Müssen wir noch Säurekristalle holen? Nee. Weil ich wundere mich gerade schon, dass ich jetzt keine mehr. Keine mehr aufnehmen kann. Aber alles erkundet haben wir eigentlich nie, oder? Haben wir das doch. Doch, wir sind jetzt Alter, durch. Seid ihr lang? Wir haben jetzt nach oben gelungen. Wir können jetzt runter. Dann. Einfach runter. Wird der Reise, starten? Ja, gleich. Okay, dann bleibe ich ja stehen. Das klingt so, als hätten wir neue Gegner. Ja, hab ich auch gerade gedacht. Hier ist ein knallharter Feuerstein. Ah, schon tot. Ja, ich habe von oben Blatt gemacht. Ich auf der Plattform oben noch rum. Braucht ihr noch Hilfe? Nö, ich glaube nie. Nee, das schafft ihr noch. Die Läden haben neues Inventar. Schön. Ja, toll. Willst du das jetzt noch machen, oder? Was machen? Mit den Läden. Das war einfach nur eine Meldung, dass die Läden gerade das Inventar gewechselt haben. Ja, willst du das noch machen? Na, willst du gucken Neues in den Shop? Nee. Aktiviere. Komm. Gib Gas. Ich hab gerade noch auf Säure fast geschossen und gerade so gedacht, Himmel macht, weil ich die Reise durchführt. Also BAM! Felix ist tot. Tja. Ich konnte gerade noch so sehen, wie das Schrot-Magazin auf die Tonne da trifft und dort schon die einzelnen Putzeln unten rauskommen. Boah, dieses Ruckeln am Anfang nervt immer. Welches Ruckeln? Ja, wenn's lädt. Wenn's noch halb nach Sachen macht. Ich hab kein Ruckeln. Das liegt daran, dass du nie aufnimmst. Das ist lustig, die kleinen Viecher verrecken immer wie so. Och Mann. Die Säure ist mies, ey. Ja. In der ungeschnittenen Version ist Säure richtig mies. Ja, wir hätten einfach auf den Jakobskrönung Tank draufhauen können, ne? Wollen wir mal links rumgehen? Das ist Jacobs und nicht Jakobskrönung, ey. Ich hab's gerade so mit auf. Jakobskrönung, du bist auch Jakobskrönung. Warte, da steht Jakobs drauf. Jacobs! Vorteil. Glaub, muss das ja haben. Hier ist nicht viel. Außer ein bisschen Hügel. Wo also irgendwelche Viecher rauskommen. Und was Blaues. Wofür blaue Berserker-Glas-Mod. Ah, ich habe Herausforderungen abgeschlossen. Plünderer. Deswegen habe ich gerade 2000 Erfahrungspunkte bekommen. Das für solche Viecher nie Muni groß ausgehen. Ich würde einfach bloß draufhauen. Also für solchen Kleinen-Aufdinger hier. Ah, wenn das 900 XP bringt, kann man da schon mal ein bisschen Muni investieren. Ja, auf das kleine Zeug würde ich einfach das draufschlagen.
ist das Zeug tot. Danke. Stopp. Wir regenerieren ja. Der E-Muni, was will ich denn meine Muni sparen? ...1300 Schaden habe ich im Vieh gerade gemacht mit dem Schuss. Ich mach 400 mit jedem. Ja, oh, ich mach 1300. Sorry. Ist egal. Naja, aber wenn du aim schießt, dann schaffe ich locker 3, oder? Moment, meine Feuergeschwindigkeit 2,7? So schlecht ist das nämlich gar nicht, wie ich hier schießen kann. Okay. Au! Au! Vielleicht auch irgendwie wieder zurück oder wollen wir uns jetzt in Ewigkeiten betteln? Nee, eigentlich wollte ich nach New Haven. Okay. Lauf, Forest, lauf. Aber ich glaube, wir brauchen ein Auto dafür, das ist so ein Stück, oder? Und ich glaube nicht, dass wir hier gerade durchkommen. Pandora ist echt ein Müllplanet. Dass hier alles rumliegt. Ich glaube natürlich maximal kompliziert. Also echt, ich glaube wirklich maximal kompliziert gerade. Liegt einen Haufen Geld rum und ihr nehmt das einfach nicht auf. Kann kein Geld gewesen sein, sonst hätten wir das auch immer noch dort. Ich bin immer noch dort, wo ihr mich liegen gelassen habt. Müssen wir bloß bei dem schwarzen Brett abgeben? Okay, hast du es gemacht. Scheiße. Eine SMG gab's dafür? Bin gerade bei irgendwelchen. Artefakt. Bin gerade bei irgendwelchen. Ah, solcher Artefakt. Ja. Nicht gut. Eine SMG? Ach, das Spy. Ja. Ich sehe was, was du nicht siehst. Sieht aber nicht so toll aus. So generell. Außer dass es relativ genau ist. Mit 86%. Ich hab eins mit 87. Also ich hab. Eine doppelt so hohen Feuerrad und doppelt so viel Schaden. Also ich hab das Spy bekommen, 51, 86, 51 Schaden, 86 Zielgenauigkeit und 8,3 Feuer. 51 Schaden, ich hab das Spy mit 38 Schaden bekommen. Also hier, ich kann dir geben. Ich brauch's eh nicht, nee, 51 brauch ich auch nicht. Weil. Verkauf's. Der Mann hat da immer nur rum. Und da war der Kopf weg. Toll. Bin ich zu blöd, um hier reinzukommen? Und nein, ich will jetzt keine Antwort darauf haben. Oh, ich verkaufe jetzt mein Level 13 Schild endlich mal. Und ich habe jetzt endlich mal den Eingang gefunden. Du bist ein Held. Gibt es ein SMG mit 56 Schaden und 94% Zielgenauigkeit. Und 10,8 Feuerrate. Und ein dreifacher Waffenzoom. Ist nie wert. Ich habe ein SMG mit 2,4-fachen Waffenzoom. Das ist schon echt gut, das SMG, weil ich habe es komisch, dass sie da immer abprallen, die Kugeln. Das ist Gewöhnungssache, ne? Explosivregen gibt's hier. 50 Schaden. Du. Nur noch eine Quest? Sonst keine? Nö, ich glaub jetzt erstmal. Triff den Verrückten, wenn ihr warten würdet. Ja, wir warten ja. Sag mal, wann musst du eigentlich morgen raus, Marco? Ja, also ich würde jetzt die Quest noch machen, dann würde ich eigentlich aufhören wollen. Die Quest ist bloß zu einem Punkt zu gehen, mit einem Typen zu quatschen. Ist doch toll. Na, oder? 227 geschieht mit. Will jemand die Alienwaffe, sonst verkaufe ich sie. Ja, die bringt ja bis 1000 auf den Markt. Oh Mann, was habe ich denn hier noch so an. Doch, mir kannst du mal geben. Ich brauche nie zwei Sniper Rifles. Dann nehme ich die Alienwaffen. Warte mal, ich tu bloß noch schnell verkaufen hier. Der Gesichtsausdruck passt ein bisschen zu dir. Von dem Typen. Hä?
Der Gesichtsausdruck von dem Typen passt ein bisschen zu dir. Das sieht ein bisschen aus wie du doch. Ja, das passt. So, es kommt gleich was geflogen. Ja, ist doch schön. Wollte ich haben, dass er was geflogen kommt. Ich meinte eher was anderes, aber passt schon. Yeah, Alien. Bam! Dass du mit der auch zielen kannst, hast du aber gemerkt, ne? What the fuck? Ah, ich weiß, warum ich so langsam schießt. Weil die, weil die mit einem Schuss im Prinzip den kompletten Energievorrat verbraucht. Yeah. Oder? Ja. Genau. Deswegen kannst du mit der nie viel öfter schießen. Also mit der kannst du maximal, wenn man schießen, ist die Energie schon. Ja, für mich ist, können wir noch weiter spielen. Ich muss morgen erst irgendwie um 1 in der Uni sein. Ich hab Urlaub. War was ganz anderes bei mir. Deswegen, wir sind gerade so schön im Flow. Können wir doch weiter spielen. Ich weiß gar nicht, was ich mit der freien Zeit alles anstellen soll. Okay. Marco, weißt du noch, wie es bei mir war? Ich bin maximal bis 23 Uhr und dann war es irgendwie 1 Uhr oder so geworden. Ja. Bei mir zumindest. Bam! Ein toller Schaden. So, wohin jetzt? Geld sammeln. Weg freiräumen. Ist doch klar, wir müssen da hinten hin. Ihr habt doch die Anzeige auch. Warum nehmen wir denn die nicht? Nö, du bist doch da. Bäm, passiert bei Ulmer. Also, ihr seid irgendwie komplett an der falschen Stelle, hab ich das Gefühl. Boah, fuck. Wenn man springen könnte. Wir sind schon mal weiter als du. Aber ja, Marco, wir sind falsch. Shit. Falsch aus Ausgang genommen. Ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. Marco, wo wärst du denn lang? Wir schaffen's noch. Das ist unfair. Und wir sind vor allen Dingen mit Auto jetzt. Na und, es gibt ja kein Auto. Echt nicht? Das ist bei jedem Übergang ist eine Autostation. Ja, bei dem anderen Übergang von Stadt zu Stadt konntest du ja mit Auto überspringen. Ja, kannst du hier auch. Ja. Naja. Und wir sind schon mit Auto. Marco? Ja, hab ich mal ein bisschen durch die Gegend geschmissen, ne? Was hast du hier in der Machine Gun? Ich wollte Benny wenigstens ein bisschen blenden. Nee. Toll. Ich guck mich um und da fliegt mir besser die Blutspritze und ich seh besser noch Psychopath. Aber halt jetzt mal orange, wenn euch Pink zu doof ist. Natürlich mache ich einen Raketenwerfer, ich bin so schlau. Juhu. Wie seid ihr? Da kommt man doch nicht durch. Da kommt man durch. Aber jetzt fliegen ja die Viecher rum. Besser die Farbe. Aber guck mal, die Kugeln drehen sich wirklich in Dings. No? Und dann fliegen hinterher. Genial. Ach, wie langsam die Waffe schießt, das ist so sinnlos. Also wenn du mit der was triffst, das ist ja ein Weltwunder. Doch, mit der triffst du aber. Oh, wenn du was triffst, wächst da kein Gras mehr. Das ist ja mal geil. Was macht eigentlich das pinke Auto da oben? Ist nie. Steht zur Dekoration da. Wir bräuchten da mal deinen tollen. Machst du schon? Ja. Cool, das geschlossen ist ein Chemierohr. Toll. Chemie rockt ist, wenn du bestimmt irgendwie 100 Gegner mit Säureschaden tötest. Oh, beweg dich nie. Ach, ehrlich, ich hab wieder das. Du sagst, das schieße ich zu selten. Mann! Voll die Rakete oben drüber. Und sonst wo hinten implodiert. Wir müssen da lang. Wir müssen jetzt nämlich hier. Nee, die explodieren meistens die Raketen. Aber eine Implosionsrakete wäre doch geil. Wir müssen nur zu einem Punkt unten mit einem Kollegen reden, oder wie war das? Das ist die momentane Quest, ja. Zu Crazy Earl, nachdem hier dieser Schrottplatz benannt ist. Zu dem müssen wir jetzt hin. Gibt's nämlich hier wieder jede Menge Skugs.
Und Moment mal, hier gibt's auch wieder Zeug zum Kaufen. Explosivkleb, 58 Schaden. Team Zielgenauigkeit, Raubtier, Raubvogel und Fokus-Skill. Fokus. Killer, Auswurf, geladen, unbefugt betreten. Bei den Kosti, der Upgrade hier übrigens wäre nicht für 16.000 statt 60.000. Das ist doch der blauen. Der lilane. Ja. Das ist ja bestimmt schon den blauen. Stimmt, da war ja was. Wie dein Maul aufmacht und umfällt. Pass auf mit den Fässern jetzt bitte, ja. Ich meinte vor allen Dingen eigentlich Guppi. Oh. Ach, Mann. Weg freigeräumt. Treffen ist halt einfach nicht mein Tag. Hab den Weg schon freigeräumt. Zauber, Zauber. Hier müssen wir jetzt da bei der Tür mit dem Typen reden. Mit dem da. Tada, das war die Quest schon. Kriegen wir nämlich mit zwei neue Quests. Was willst du? Quest erledigt. Mach mal bitte die andere Quest von dem. Wieso? Weil das ist eine Tötenquest, die können wir dann nebenbei erledigen. Bei dem anderen müssen wir dann bestimmte Punkte laufen und was Bestimmtes holen. Ja, ich habe jetzt die C-Ladung. Ja genau, die meinte ich auch, Entschuldigung. Ich habe Hunger. Ich mache mir dann erstmal ein schönes Roast Beef. Du bist wieder fertig, Roast Beef. Aua. Und da war ich fast im Arsch. So, endlich mal nachladen hier. Also vorne auf dem Schild war ich total wenig Schaden, was irgendwie auch sehr logisch ging. Hier ist ein Rocket Launcher, 3x300 Schaden. Helix oder? Ja, ja, klar. Das sind immer Helix. Dreimal irgendwas. Ja, stimmt. Felix Rocket Launcher. Felix Rocket Launcher. Felix zeigt immer an, dass es für mich ist. Ich geh hier. Kannst du mich nie treffen. Oh, Waffenkiste. Ein SMG und noch ein SMG. Zwei grüne SMG. Wow. War Gegner. Mann, Alter. Aber irgendwie glaube ich doch langsam, dass das Regenerationsdingenzeug da. Marco, willst du die Waffen nicht? Das ist eine 72 SMG. Oder? Gerade hier irgendwie. Tony hat inzwischen viel Spaß. Boah, zu viele. Fand das Fass neben dir. Die drei Fässer meinst du? Voll zwischen Schritt, ey. Sagen, es hat einer von uns hochgejagt, das Fass. Nee, dann hätten wir keinen Schaden gemacht. Fässer, die hochjagen, können wir zum Beispiel keinen Schaden machen. Sniper. Und Combat Rifle, 33 Schaden. Die du nicht haben wollte, nämlich so. Wolltest du nicht das Gesundheitsregeneration ausschalten? Hab ich doch wieder reingenommen. Achso. Doch besser. Hörst du zu. Und wieder Pistolen für mich. Ach, 107 ist ich damit. Wie geil der sagt, für mich ganz sicher. Die da ist 1600 wert. Können wir meinen Revolver ausrüben, einen neuen, oder? Passt auf mit den Fässern. Der irgendwie 200 Schaden macht. Der, du rennst in den Gegner rein und der geht trotzdem auf mich. Echt. Ja, da ist irgendwas falsch. Da drüben stehen übrigens Fässer, die könnt ihr benutzen. Einen Dämon einfach mal ein bisschen rankommen lassen. Oh, das war die, das ist gedroppt. Von wo? Hier. Rechts. Lila Glas mit Säureregen. Oh, den benutze ich mal. Einfach nur, was lila ist. Nicht Glasmod. Granatenmod. Hier. Mal probieren, was da passiert. Bam, bam. Puff. Säureregen.
Hey, du hast deinen Spaß. Ja, yeah, mir wieder den letzten Schuss. Laut. Macht ihr auch ständig. KS. Killstealer. Bei Borderlands. Islam. Oh, die Musik ist gerade nervig laut. Warte mal. Ja. Also ich habe eh auf ganz leise, von daher geht's bei mir. Bam. Bei mir ist halt normal. Ach, sei ruhig, du Scheiße. Ich mach das Maul auf und krieg voll N rein und ist tot. Tja, schief gelaufen. Deswegen droht man niemand so und haut direkt zu. Beim Ende können sie sich noch wehren. Ehrlich, ich guck gerade die Viecher an, bumm, tot. Doch geil. Dort oben stand wahrscheinlich irgendein Fass. Ja, da war irgendwas, glaube ich, in der Richtung. Ich hab bloß auf das Fass gesehen, drauf gehauen und tot. Ich hab ja mitgemacht. Aber schön, ja, dass wirklich Geld liegen. Doch schön, dass du mitgemacht hast. Ich durfte auch was machen. Das will ich ja gar nicht abstreiten. Ohne dich hätten wir schon so manches verloren. Wie sie immer durch die Gegend fliegen jetzt? Hör doch mal auf, die Leute durch die Gegend zu ballern. Alter. Ich treff nie da. Mach ich's halt mit Nahkampf. Geh mir auf den Sack. Mach ich da auch schon manchmal die ganze Zeit, wie der hier drinnen liegt, ey. Hm? Voll reingebackt in den Container. Ja, ja. Irgendwie hab ich gerade nur von 30 Frames. Also ich die explosiven Dinger gesehen habe, habe ich bloß noch drauf gehauen. Wenn ich in eine bestimmte Richtung gucke, gehen meine Frames runter. Das ist irgendwie scheiße. Da sind wohl ein paar viele Objekte. Das ist wie bei DC, hä? Ja, so ungefähr. Oh, mein Ohr tut mir weh, ey. Irgendwie habe ich das Headset heute nicht richtig auf. Oh Mann, wie es immer durch die Gegend schmeißt. Kannst echt nie treffen dadurch. Oh ja, der stellt sich ein Riesenvieh vor mich. Ja, und so eine kleine Sniperin stellt sich auch komisch und dann noch der Große dazu und dann springen sie durch die Gegner. Da kannst du echt nie treffen hier. Und dann aber die rennen echt mich. Immer zu dir, Marco. Genau, die kommt richtig ewig. Mit Riesenvieh in den Weg stellen, meinte Benny, aber bestimmt sicherlich mich. Nö! Nö, wie kommst du denn da drauf? Schrotflinte ja, und Combat Rifle. Schön, würde ich sagen. Schrotflinte und Combat Rifle. 12x79, das sollte eigentlich interessant sein für dich. Ich glaube, die Säure behalte ich noch und ich tausche einfach die aus. Na. Wirst du wohl. Cool, mit Zielsuche, aber richtig krass, Alter. Müssen wir hier noch weiter nach oben? Ja, ich bin schon weitergelaufen, kommt mit. Marco, wo rennst du lang? Benni. Achso, ich da hab ein anderes hochgemäht, aber da geht's halt nicht lang. Gibt's bloß noch eine. Explosive Kontakt mit 58. Boah, ich habe einen Hunger, das sage ich euch. Dann heute was zu essen. Ich müsste es jetzt erst warm machen und das würde den Spielfluss bis 300er Shield. Süß. Was ist denn so süß? Ich glaube 400er. Du bist ein Arsch. Wie viel hast du Schaden, Benny? Standard ist um die 400 pro Schuss bei normalen Gegnern und bei dem anderen. Warum hat Boko gerade süß gesagt? Das obere es ging um das Schild. Ja, da müssen wir auch weiter. Boom! Tot war er. Da kommt der nächste. Vor allen Dingen mit der Shotgun habe ich einen Zielsucher, der übelst mal ranzoomt. Ja. Das ist überhaupt nicht mehr. Toll, wir haben wieder im Haus verschwindet. Da ist einer drin. Aber was? Der nimmt keinen Schildschaden. Nee, dann das. Lass uns erstmal rauskommen. Das liegt an mir, ich kann Schilde ignorieren. Lass doch mal rauskommen. Der kommt nie raus. Doch, da ist er. Mann. Das liegt daran, dass das meine Fähigkeit, dass ich Schilde ignoriere. Ich glaube sogar inzwischen zu 100%. Deswegen. Die zahlen mir nicht genug, dass ich den ganzen Tag wieder auf die Beine helfe. Dummer Spruch. Ich finde ihn gut.
Ein Starker, ein Schläger, ein knallharter Psychopath, Level 23. Ah, bist du Sniper oder bin ich Sniper? Nur so eine Frage. Ja, ich hab hier so eine übelst geile Shotgun mit dem Waffenzoom. Der ist so unepisch, das geht gar nicht mehr. Ein unepischer Waffenzoom. Ja. Ist doch geil, oder? Ich mach den ähnlichen Paten von hier drüben fast fertig. 1111 XP. Das wäre doch mal was zum Ausgeben hier. ey, was geht denn jetzt los? Oh, ungut, ungut. Sorry. Muss bloß noch mal ein bisschen hier aufräumen. Oh, nee. Oh, jetzt explodiert es gleich. Pass mal auf. Und. Bomben! Immer alles hochjagen. Ja, cool. Und dann kommen wir auch zur Waffenkiste. Zu den dreien. Sniper? Was meins? Nicht meins. Combat Rifle? Nochmal Sniper. Warst du richtig erfolgreich, Felix? Die Waffenkisten waren ja alle super für dich. Echt toll, echt Bombe. Nicht mal Raketenwerfer oder so kann ich aufnehmen. Weil die regeneriert anscheinend doch. Ja, Raketenwerfer klar, aber Granaten nie. Ja, das ist das Angel, was mich nervt. Geht's denn hier noch hin? So, wenn wir die angegeben haben, würde ich aufhören. Okay. Dann müssen wir jetzt back zurück zu Crazy Earl. Wo? Dann müssen wir dort gerade vor, oder? Moment. Ja, ich denke schon, das müsste gehen. Das ist doch dort lang. Verdammt, ich bin so ein Counter-Strike gewohnt, eine kleine Waffe in die Hand zu nehmen zum Laufen. Oh shit, wir müssen ja irgendwo da hoch. Ah, Mist. Ja, stimmt, da war was. Lauf, Forest, lauf! Jetzt habe ich wieder 60 Bilder. Schön. Hör auf mich zu schießen. Ich seh nichts auf die explosiven Fässer. Hab ich doch. Ein bisschen Action. Das Gobi da gerade vorbeiläuft, kann ich doch nichts. Da liegt noch eine Waffenkiste. Was? Ja. Hoppala. Dann machst du halt offen, gucke, was Schönes drin ist. Ein Sniper und. Mit wie viel Schaden? 22 Handschaden. Wie viel Schaden und ist ein Sniper? Sniper mit 142. Steckt ein. Ja, ja. Das Blöde ist vor allen Dingen, ich glaube, ich muss jetzt wieder nach unten laufen. Weil ich habe 260 Schaden mit dem Sniper. Ja, ich muss nach unten laufen wieder. Toll! Oh! Ich habe noch ein Level-Up bekommen. Ich nie. Wie du siehst. Irgendwo was zum Verkaufen? Ganz vorne. Ich gehe noch verkaufen. Ja, bin ich auch dafür. Wird sich Schuss? Jo. Schlimmer ist eine Schrotflinte. Die streut überall hin. Warte mal, ich hab 39 Schuss im Magazin. Hab ich auch. 3, 2, 1. Hast du gerade zusammen versucht zu kaufen oder was? Ich hab eine Pistole! Möchte ich nur mal bemerken. Ich hab ein SMG. Hier gibt's ein 432er Schild. Was? 3, 2, 1 meins. Boah! Mit Säureresistenz! Gib dir mein altes. Ja, das 400er Schild wäre echt cool. Das bringt mich schon deutlich weiter. So, dann ich krieg. Warum nimmst denn du das scheiß Schild auf? Gib mir das Schild! Felix! Hä? Ich hab doch gar kein Schild auf. Doch, hast du gerade aufgenommen! Hä? Vielleicht sogar gerade ausgerüstet. 400er Schild. Das hat der Marco hingelegt und du hast es direkt aufgenommen. Gib's her! Ich hab ich? Ach nee, scheiße, dann hab ich's aufgerüstet.
Sag ich doch! Nimm dein altes, gib mir das 400er! Genial! Ey, ich guck doch so! Du hast gelaufen und wollte kaufen? Ja, du hast E gedrückt und da war es direkt vor deinen Füßen in dem Moment! Ja, wenn ihr das oder da direkt davor schmeißt, da kann ich ja nichts dafür! Ich klaute mir einfach so! Ach, Mann, ey! 600 hat mir das eine gebracht! Ruhig. Ja, jeder kauft gerade. Genau, jeder ist gerade irgendwie beim Kaufen und beim Organisieren. So, ich hab dir damit aber gerade jede Menge Gold gespart, bin. Ja, ich dir das Schild sozusagen gekauft habe. Ich habe 190.000 jetzt. Man mag es kaum glauben, aber ich bin mal als Erster mit Kaufen fertig. Ich habe 190.000. Ich habe Geld. Wollt ihr euch vielleicht noch verabschieden? Dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, also zumindest schon mal für dich, Felix. Verabschiede ich mich schon mal, schauen Benny ganz tief in sein Gesicht. Und sagen, oh ja. Du auch noch mal? Ach schade, du kniest nicht hin. Na ja, gut, dann. Nein, ich mach das mit Niveau.